Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls Remastered. Und wir begeben uns heute auf den Weg in Richtung Schandstadt. Oh ja, das kann nur lustig werden. Das war das. Vielleicht auch. Oh, ich habe gerade eine Idee. Pass mal auf, hier kommen noch so mega dicke Dudes. Alter, ich habe gerade eine Idee, Freunde. Ich habe gerade die Idee des Jahrhunderts. Komm mal her, du musst erstmal hier zu mir kommen. Okay, vielleicht reicht's auch schon hier. Kann man den nicht mit Wucht weghauen? Was? Komm mal her, mach mal hier irgendwas. Mach mal was. Ja, von mir aus das. Ist doch egal. Den kann man nicht mit Wucht weghauen. Das ist doch uncool. Au. Ja, ist ja schon klar. Du bist halt ein krasser Dude. Denkst du zumindest. Okay. Der lässt sich echt nicht so leicht beeindrucken, der Dude. Okay. I got it. Aber ich dachte, ich halt auch nicht beeindrucken. Schon gar nicht von dir. Au. Das hat ein bisschen weh getan. Reiß dein Schild hoch und schlitz ihn in den Arsch. Ich meine natürlich in den Rücken. Die Typen sind gerade hier nicht zu unterschätzen, beziehungsweise Schandstadt allgemein ist nicht zu unterschätzen. Beim letzten Playthrough von Dark Souls, von Dark Souls 1, habe ich ja hier tatsächlich bei diesem Weg aufgegeben, ne? Also ich bin dann tatsächlich andersrum gegangen und habe quasi den einfacheren Weg gewählt, weil mir das hier alles zu nervig war. Aber diesmal ist das natürlich, wird das natürlich nicht passieren. Diesmal werde ich mich hier durchfighten. Und wenn es mein Leben kostet. Denn wisst ihr was, als ich mit Noxy, die guten alten Zeiten, Dark Souls Remastered gespielt habe, da gab es ja hier auch keinen. Da gab es ja auch keine Flucht. Gab es ja das nicht. Da hatte ich einen Pyromancer und habe dann am Anfang den alten Hexenring genommen, anstatt dem Generalschlüssel, was ich nie wieder machen werde. Der Generalschlüssel ist einfach fucking Gold wert. Mindestens. Und konnte denn den anderen Weg nicht benutzen, sondern musste hier den regulären Schandstadtweg nehmen. Und das war wirklich einfach zum Kotzen, weil du kommst ja auch nicht in diesen Turm rein. Direkt am Anfang. Das ist ja alles, das hat alles so Nachteile, ne? Alles gute Nachteile. Und hier muss man natürlich aufpassen, nicht nur auf die Dudes, sondern auch auf die Giftspucker. What the fuck, du lebst noch? How is this possible? Oh, ja, genau. Ja, genau. Ja, nee. Wow, okay, das ist, knapper als geplant. Ich darf mich von dem Giftpfeil-Dude nicht mehr treffen lassen. Ja, nee. Warte, so meinte ich das eigentlich. Okay. Wow, das ist echt gefährlicher, als ich dachte. Ja, nee, lass mal gut sein. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz ein Zipperlein nehmen und dann muss ich mal gucken. Ich habe kein Giftbiss drin, ne? Ne, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe ja zum Glück den Spinnenschild und der hat eine gute Verteidigung gegen Gift. Wo ist es denn? Widersteht Gift, genau. Das haben die anderen Schilde zum Beispiel nicht. Also kriegt man trotzdem Giftschaden, auch wenn man das Schild hoch hat. Deswegen ist das Spinnschild in diesen Situationen mit diesen Giftpfeilspuckern echt nice. Ja, guck mal, ich krieg halt einfach kein Gift. Was halt einfach super geil ist. Die Dudes sind einfach tot. Und das Vieh wiegt nicht mal mehr als mein Graslappenschild. So keine Ausdauerregeneration, aber. The fuck! Aber das ist okay. Wow. Please, calm the frick down. Ich werde, glaube ich, außer wenn ich sterbe, nicht viel schneiden hier. Nee. Alter, die Attacke kenne ich. In Schandstadt, weil hier wirklich immer irgendwas passiert. Und eigentlich wollte ich das ja nicht so machen. Eigentlich wollte ich bei Dark Souls Remastered echt viel schneiden, damit sich das auch ein bisschen abhebt von dem Dark Souls Projekt, was ich ja gerade quasi erst beendet habe. Aber bei Schandstadt ist das nochmal was anderes. Da muss ich hier ein bisschen. Da muss man die Action ja auch sehen, Freunde. Die Action. Natürlich will man auch alle Items einsammeln in Schandstadt. Und das tun wir hier. Ich
Frage ist nur, ob wir in einigermaßen heilem Zustand zurückkommen. Also nicht zurück, sondern zum nächsten Bonfire kommen. Das ist halt immer so die Frage, ne? Erstmal müssen wir safe hier lang kommen. Ja. Springen solltest du nicht probieren. Wenn ich eine Waffe hätte, die mehr reinhaut, dann würde das hier... Ah ja. Dann wäre das hier wesentlich einfacher. Wie bewertet man eigentlich Nachrichten? Kann ich das irgendwie bewerten? Nein, offensichtlich nicht. Egal. Dann halt nicht. Ich könnte auch über die andere Brücke gehen, aber die ist sehr wackelig. Und das möchte ich nicht. Übrigens, was halten die da in der Hand? Das ist einfach ein Körper von einem toten Menschen. Okay. Leicht disturbing. Ah, ganz leicht disturbing. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Hier ging es irgendwie runter, das weiß ich noch. Aber man kam hier auch irgendwie regulär lang. Man muss hier nur immer gucken, hier sind überall Leitern versteckt und so. Da muss man echt aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Guck mal, zum Beispiel wäre eine Leiter gewesen. Wenn ich da runtergehe, dann bricht der Boden unter meinen Füßen zusammen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in irgendwelche Gebiete fallen. Oh Gott. In die ich nicht freiwillig gehe. So, den Pott zerschlage ich nicht, weil da ist ein Gegner drin. Man könnte vielleicht denken, oh, den Pott zerschlage ich, weil das ist ja cool. Der ist übrigens nicht tot. Aber gleich. Aber, mach das nicht. Zerschlag den Pott einfach nicht. Ja. Feuerfüchse gibt es übrigens auch. Because why not? Halten aber zum Glück nicht aus. Und wir sind hier direkt in der Nähe von einem Bonfire. Was ich mir gleich mal gönnen werde. Leute, wir haben es zum Bonfire geschafft. Sehr gut. Dann brauchen wir quasi nur noch die ganze Umgebung hier abzugrasen. Übrigens beim Bonfire natürlich immer entfachen. Ne? Ich habe 10 Estes anstatt 5. Was natürlich immer eine gute Sache ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Lass ich das hier alles kommentiert oder spüre ich das vor? Aber ich glaube, vorgespult wäre das einfach zu strange. Zu viel auf einmal. Deswegen lassen wir das hier ganz normal. Und töten die ganzen Dudes natürlich. So wie das geplant ist. Nein, 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 Freund. Du springst hier auf niemanden. Ja, nee, ich wollte auch eigentlich nicht treten. Sondern ich wollte ihn wegschlitzen. Mir gefällt das einhändige Moveset tatsächlich besser. Das ist schöne, ausladende Schwinger. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Und kann die Gegner damit sehr gut treffen. Ah, so, easy. War doch easy, Leute. War doch easy hier. Schandstadt, Leute. Schandstadt. Was soll ich denn mit Schandstadt? Was soll ich denn mit Hunden? Was soll ich denn mit Feuerhunden? Das ist doch alles nichts. Hier gibt es übrigens... Ach du Scheiße. Hier gibt es übrigens noch ein Ausrüstungsset. Stehen bleiben, stehen bleiben. Oh Gott. Oh mein Gott. Angst. Angst. Leute, Angst. Okay, 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 okay. Oh, zum Glück. Was relativ cool ist, das Ninja-Set. Weiß nicht, ob das so heißt, aber das sieht auf jeden Fall so aus. Und das ist nice. Auf jeden Fall ist nice. Wo geht's? Okay, geht's nirgendwo lang. Das ist einfach nur eine Sackgasse, wo ich in die Irre führen will. Ist leider auch nicht viel mit Licht los in Schandstadt. Oh Gott, aufpassen. Menschlichkeit. Ah, wow. Wer denn an diesem traurigen Ort seine Menschlichkeit verloren? Das würde mich aber auch schon sehr nerven. Weiter geht's. Das ist natürlich... Das ist natürlich alles ein bisschen geklaut aus dem Loch in Dark Souls 2, ne? Das ist klar. Also das Loch war ja natürlich Vorreiter in Sachen Löcher. Und da hat sich Schandstadt jetzt so ein bisschen inspirieren lassen. Ne? Das muss man ganz klar einsehen und akzeptieren. Aber man will ja natürlich auch nicht die künstlerischen Freiheiten da beschränken. Das war natürlich nur ein Scherz. Dark Souls 2 kam natürlich nach Dark Souls. Alter Schwede. Das war ein Fall für die Illuminati, Alter. Das war ein Fall für die Illuminati. Also, dass ich da nicht runtergefallen bin. Respekt, wie der Löw sagen würde. Respekt.
Ach ja, Leute. Guckt ihr eigentlich die WM? Verfolgt ihr das? Seid ihr fußballaffin oder seid ihr mehr so, ich spiele den ganzen Tag Dark Souls, so wie ich? Nein, ich gucke das natürlich auch. Insofern es mir möglich ist. Natürlich auch immer sehr interessant. Aber sonst habe ich mit Fußball eigentlich nicht viel am Hut. So, dann war es das hier hinten, glaube ich. Und dann müssen wir weiter zur nächsten Station. Ich setze mich mal kurz hin, weil die Gegner, die vor uns liegen, sind ja eh noch da. Deswegen alles cool. Wenn sich einmal hinpflanzt. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Ausschau halten. Ich werde erstmal die Dudes hier erledigen, weil die sonst mega nerven. Die Hundis hier. Die halten ja echt nichts aus, ne? Aber ich habe auch kein Stamina mehr. Hat mir gerade mal so ein. Was auch nicht gut ist. So. Wo geht's lang? Guck mal, hier ist doch zum Beispiel eine Leiter. Der Fuck. Macht hier nicht meine wertvollen Töpfe kaputt. Okay, tschüss. Mach's gut. Ciao. Ich will dich hier nicht aufhalten. Auf deinen Reisen. Aber ich will dir auf den Kopf fallen. Auf deinen Reisen. Oh Gott. Nein. Das fällt aus. Arrivederci, mein Freund. Arrivederci. So, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Hier sind wir ja auch hergekommen. Und jetzt falle ich mal da runter. Aus voller Absicht. Aus voller Absicht. Hallo? Könnte ich jetzt eigentlich runterfallen? Aber vielleicht passiert das nur, wenn man von oben kommt. So weit kannst du nur auch wieder nicht springen. Überschätze deine Fähigkeiten nicht. So abgemagert wie du bist, solltest du das lieber nicht tun. Oh Gott. Nein, 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 nein. Mit Sprungattacken gewinnst du aber keinen Oscar. Oscar. Nein. Schlechte Idee, mein Freund. Ich weiß, was du tust. Deswegen bringt das alles nichts. Deswegen ist das hier alles völlig süßes. So. Genau, genau, genau. Wusste ich doch. Aber hier war ich ja schon. Ja, lol. Okay. Ich habe fast mein ganzes Leben verloren. Das ist natürlich nicht gut. Ja, dann muss ich jetzt... Oh Gott. Wow, okay. Das war ein großer Sprung. Dann muss ich jetzt einmal wieder zurück. So, Leute, jetzt ist mir überhaupt mal klar geworden, von da unten, man muss eine Etage hoch, um da überhaupt hinzukommen. Also wir kamen ja quasi, wir kamen ja sowieso von ganz oben, aber kann man quasi von ganz, ganz oben. Und man sieht das, also man müsste das Leuchtfeuer von hier eigentlich auch schon, ja guck mal, man sieht das, das ist direkt nebenan. Dafür, dass es so tut, als wäre es so weit weg, ist es gar nicht so weit weg. Krass. Okay, hier ging es auch noch lang, genau, und hier liegt nämlich, glaube ich, das Set, was ich gerne haben will. Genau, das Schattenset. Ninja Time. What you gonna do when they come for you, bitch? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht auf jeden Fall an einem weiblichen Charakter besser aus als an einem männlichen. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus und hat auch eine schöne Giftresistenz, die ich natürlich sehr begrüße in diesem Level. Und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Auf jeden Fall ein paar Sachen zerschlagen, das geht immer. Kriegersegel einsammeln. So, wo geht's jetzt hier wieder nach Hause? Ach, guck mal, hier müssen wir einfach nur runterjumpen. No, ey, oh, das war eine knappe Kiste. Okay, aber cool, wir haben es doch geschafft. Wir haben eine Giftverteidigung, die ist over 9000. Also, was willst du mit deinen kleinen Giftpupeln hier? Oh, man, schon noch Schaden. Also auf unserem Giftkonto. Okay. Calm the fuck down. So, wir haben uns hier die ganze Zeit penetriert, ne? Das finde ich aber überhaupt nicht nett. Ich bin vergiftet. Ah, alles klar. Cool, danke dafür auf jeden Fall. Egal, solange ich vergiftet bin, kann ich ja hier voll Berserker-Mode reingehen. Kann ich wenigstens mal ein bisschen mich da umgucken. Also tot bin ich ja so oder so, das ist klar. Vielleicht kriege ich den Gifttypen noch mit in den Tod. Ist ja auf jeden Fall ganz angenehm. Fuck, wo muss ich denn jetzt lang? Ich könnte auch eine Blüte nehmen, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Muss ich eigentlich hier runterspringen? Ich habe fast das Gefühl, dass ich muss, ja.
So, okay. Wo ist der Giftman? Ich hab keine Zeit für dich. Geh doch sterben. Also, das machst du ja auch schon. Wo ist der... Oh Gott. Die. 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 Danke. Wo ist der Giftman? Hab ich mit dir geredet? Ich dachte, ich hätte dich getötet. Jetzt auf jeden Fall. Ihr seht das, die Leiste geht so langsam, regeneriert die sich wieder, dass ich hier keine Chance habe, was zu machen. Ach, das Vieh. Das Vieh kümmern wir uns auch noch. Wow! Das war effektiv. So, wieder hier, völlig fein und nicht vergiftet. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Oder lassen die Dudes erstmal hier hochkommen, denn hier steht nämlich hier. Und auf einem Schild, auf dem hier stand, das kann ja nur sehr gut sein. Wow, das war wirklich ein langer Parry. Der hätte eigentlich nicht mehr zählen dürfen. Zack, in den Bauch gepiekst. So mag ich das gerne. Dr. Akato immer zur Stelle. Einer down. Aber einer ist halt auch nur einer und der ist garantiert nicht der, der von oben geschossen hat. Okay, nee, ich wollte dich eigentlich... Entschuldigung, ich wollte sie parryen, aber dann backstab ich sie halt. Damit habe ich auch kein Problem. Und dann stoße ich sie an den Abgrund. Tschüss. Oder auch nicht. Das habe ich mich schon immer gefragt. Dieses Adlerschild, das ist doch Patches Schild. Was macht Patches Schild in Schandstadt? Also, I don't get it, Freunde, I don't get it. Weil, hat Patches hier mal einen kleinen Ausflug in die Schandstadt gemacht? Oder was ist jetzt die Bewandtnis? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht kann einer von euch mir das lore-technisch in den Kommentaren erklären. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Weil, wie gesagt, ich habe hier überhaupt keine Idee, warum fucking Patches sich in Schandstadt rumtreiben sollte. Beziehungsweise... Wenn nicht, warum Patches Schild hier liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen hat das ja auch, wenn wir ihn nachher in den Katakomben, Spoiler, begegnen, dann hat er ja dieses Adlerschild auch an. Also, ne? Ist ja. Klar, man kriegt immer die Ausrüstung von den NPCs auch ohne die NPCs zu töten. Zumindest manchmal. Aber es ist schon, ein bisschen strange, finde ich. Ja, du warst es. Du warst es. Du warst derjenige, der von oben auf uns geschossen hat. Du kleiner, mieser. Ich trete deine Leiche runter. So, kommt der andere jetzt noch hoch oder hat er keinen Bock mehr? Doch, der kommt noch hoch. Okay. Natürlich kommt er noch hoch. Und natürlich wird er mein Schwert in den Rücken bekommen. Okay, obwohl er gar nicht will. Wer mit einem menschlichen Körper kämpft, der hat auch nichts anderes verdient, finde ich. Der hat auch einfach nichts anderes verdient. So, wo geht's hier jetzt eigentlich lang? Ach, guck mal, hier geht's da lang, offensichtlich. Okay. Dann geht's hier... Ach, guck mal, den Gang habe ich auch... normalen Playthrough nie entdeckt. Den habe ich nur mal gesehen. Bei anderen, aber selbst habe ich den... Jetzt muss ich sterben. Danke, sehr freundlich. Selbst habe ich den nie entdeckt. Der braucht das Schwert. Yeah. Okay, cool. Danke dafür auf jeden Fall. Nicht... Obwohl ich daraus Quelax Fury Schwert machen kann. Ach, guck mal, hier ist man hinter dem Wurmi. Ja, lol. Dann kann man den von hier aus schön pieksen. Schwäche, Gefahrenzone. Steht hier. Versuch's mit Angreifen. Dann versuchen wir es mal mit Angreifen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe gehört, Angreifen soll ja was bringen. In den meisten Fällen. Ah ja, doch. Hat funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Vieh ist, ne? Pyromancy, innere Kraft. Okay. Das macht mich irgendwie ein bisschen krasser. Das weiß ich, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der es wirklich benutzt hat. Deswegen, ja. Okay, probier's nochmal. Probier's nochmal. Ich lasse dir noch einen Versuch. Come on. Ah, das war gut. Das war wirklich sehr gut. Ja, doch. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Bin ich sehr stolz auf dich übrigens, weil du uns hier unterbrichst. Wir haben gerade eine Lehrstunde. Weißt du, ich versuche ihm was beizubringen zum Thema, wie man einen Gegner schlägt. Und du stürzt uns hier einfach. Ich meine, was soll denn das? Das ist sehr unhöflich.
Muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr unhöflich von ihm. Jetzt muss ich aber langsam mal ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Der kleine Du trifft mich natürlich wieder. Okay, komm, probier's nochmal. Probier's nochmal. Ja, wieder über den Kopf. Natürlich sehr voraussehbar, sehr langsam. Müssen wir noch dran arbeiten. Müssen wir noch dran arbeiten. So geht das natürlich. Der Fuck. So geht das natürlich nicht. Aber war schon ein sehr positiver Ansatz, muss ich sagen. War schon ein sehr positiver Ansatz. Bin sehr stolz auf den Dicken. Das hat er nicht schlecht gemacht. Er war, glaube ich, auch ordentlich Schmackes hinter dem Schlag. Kann man schon mal so machen. Aber beim nächsten Mal ein bisschen mehr Feingefühl, ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und dann ist der Schlag auch völlig fein. Kann ich ja nichts mehr sagen. So, ich gehe jetzt hier runter. Zack. So, wo geht's jetzt lang? Da lang. Okay. Runter hier. Ist natürlich doof, dass man jetzt ihre dünnen Ärmchen sieht. Das ist natürlich nicht so cool. So, wo geht's denn hier lang? Hallo? 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 Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Kann man da unten? Ach, guck mal, da unten ist... Ist das das? Ist das das Ende vom Loch? Guck mal, da steht die Schatzkiste. Ja, das ist die... Das ist das Ende vom Loch. Ich dachte immer, das wäre eine Arena. Aber nee, das ist das Ende vom Loch. Ja, lol. Ihr werdet gleich, wenn ich unten bin, sehen, was ich meine. Ich meine natürlich, dass ihr, wenn ihr am Bonfire seid, wenn ihr das erstmal aktiviert und dann euch hingesetzt habt. Und ja, ich habe übrigens die Wanderer-Sachen angezogen, die waren hier auf dem Weg unten mit dabei. Und ich finde die relativ stylisch. Ja, das finde ich relativ cool. Da habe ich ja einen kleinen Mismas. Beziehungsweise ich habe die schwarzen Lederhandschuhe und das Wanderer-Oberteil einfach angezogen. Und zwar den Ort, den haben wir eben gerade gesehen von oben. Man kann hier leider nicht mit der Kamera nach oben gucken, aber hier ist das Ende vom Loch. Wir haben eben gerade diese Schatzkiste gesehen, von oben, falls ihr euch erinnert. Und ich habe mich immer gefragt, hä, was könnte das sein? Ist das irgendwie eine Sonderart Arena oder so? Wofür ist die bestimmt? Hat das überhaupt einen Zweck? Nee, das ist einfach dieses Ende dieses Lochs, diese Kanalisation hier. Keine Ahnung, ob das noch einen technischen Zweck erfüllt. Ich weiß nicht, vielleicht jemand, der sich mit Kanalrohrbau oder Kanalisationsbau auskennt, hat vielleicht eine Idee. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, doch. Wirklich. Ja, doch. Wer muss uns hier im Sumpf natürlich wieder begegnen? Die wilde Mathilde. Na, das ist ja klar gewesen, dass die hier wieder auf einen lauert. Das überrascht mich ja nun gar nicht. Na, dann komm mal her. Komm mal her hier. Ja, dein Schild, der wird hier im Kampf aber auch nichts bringen. So, okay, war ein guter Ansatz. Probier's nochmal. Hast es ja, okay. Guter Schlag. Ja, das muss man den Gegnern lassen. Gut ausgeteilt auf jeden Fall. Warte, ich habe gerade einen anderen Gegner. Okay, ja, doch. Probier's nochmal. Come on, das war schon mal ein guter Versuch, Mathilde. Das war ein guter Versuch. Come on, nicht so schüchtern sein. Nochmal probieren. Ja, sehr gut. Schöner Schlag. Aber leider nicht schön genug. Aber es ist auch ein bisschen deiner Ausrüstung geschuldet. Also du hast ja hier wirklich nicht viel an, Mathilde. Probier es nochmal. Come on, du hast noch einen Schlag frei. Ja, okay, war gut, Mathilde. Jetzt mal nochmal. Ja, okay. Ja, doch, es wird, glaube ich, langsam wirklich besser. Es wird besser. Ihre Schläge gewinnen an Finesse, gewinnen an Feingefühl und gewinnen an Geschwindigkeit. Das ist wirklich sehr gut, Mathilde. Komm, noch ein Versuch noch. Ja, wow, okay, das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut. Da muss man den Gegner auch einfach mal loben, dass er hier in dieser Position, ja, noch sich so rausgekämpft hat. Also das ist wirklich unglaublich, meine Damen und Herren, was wir hier gerade sehen. Das ist wirklich ein Schlachtgefühl vom Feinsten. Genau. Mathilde, sehr guter Kampf. Ich bin beeindruckt. Ich muss wirklich sagen, Respekt.
Das war nicht schlecht. Und ich würde dich gerne bei dem Bosskampf als meinen Co-Piloten zählen. Das wäre wirklich. Das war wirklich. Also Mathilde kann man, glaube ich, da sehr gut vertrauen, Leute. So, und jetzt gucken wir uns mal den Sumpf ein bisschen genauer an. Und weil das so langweilig ist, mache ich das ein bisschen in Speedy Gonzales-Modus. Standstadt einmal abgefarmt. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, nächster Punkt ist dann Quelaag, würde ich sagen. Ja, könnte man machen, mache ich aber nicht, denn ich habe einen anderen Plan. Ich werde jetzt noch nicht zu Quelaag gehen, denn ich werde jetzt mir erstmal was anderes holen und zu jemand anderem gehen und etwas anderes tun. Es gibt nämlich noch Sachen, die in Standstadt passieren, die eventuell eher nicht passieren, wenn man Quelaag schon getötet hat. Und das habe ich in meinem Let's Play quasi nicht beachtet oder so. Aber hier werde ich es auf jeden Fall mal probieren. Ja, man muss auch mal vorsorgen. Dark Souls ist ja ein sehr komplexes Spiel. Auf jeden Fall komplexes Design. Und man muss da gucken, was man macht. Ich werde erstmal wieder auf mein Spinnschild wechseln, weil wir gleich noch ein paar Pfeildudes treffen werden, beziehungsweise ja, wir werden sie treffen, nicht sie uns, hoffe ich zumindest. Hallo, die habe ich ja hier nicht gerechnet, denn die haben noch was Leckeres für uns, was wir natürlich auch gern hätten, und zwar eine Feuerhüterseele. Die holen wir uns jetzt mal schnell, die wollen wir uns mal schnell snacken, und ich hoffe, wir kommen ja halbwegs unbeschadet durch. Da sind ganz viele von diesen Pfeildudes, und ja, ich werde mal noch ein bisschen zurückgehen. Und ich werde, glaube ich, mal meinen Moos mit Blüten hier auf Slot 2 packen. Und diese Mücke. Ja, ja, komm, nerv mich nicht. Nerv mich. Du nervst! Du nervst! Nervmücke. Ah, hier sind eh so viele. Die können wir eigentlich. Nur, ja, das bringt ja alles nichts. Das hat ja hier alles auch keinen Zweck. So, okay, das wird jetzt natürlich gefährlich. Okay, jetzt bin ich vergiftet. Aber noch können wir das aushalten. Noch können wir das aushalten. Erst nachdem ich den Dude getötet habe, werde ich mich hier einmal heilen. Okay, dann kann ich nämlich mein Schild wieder hochreißen.
und hier ganz gechillt. Okay, jetzt laufen, 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 laufen. Ein getötet, sehr gut. Dem anderen ausgewichen. Okay, das funktioniert bisher ganz gut. Nicht runterfallen. Wenn er runterfällt, dann ist es nicht schwieriger, aber ja, es ist doof, den dann zu töten, weil der dann von unten mit Pfeilen schießt und ja, nee, ist auch ungeil, ehrlich gesagt, ist auch ungeil. So, wo ihr runter wollt, ist da, wo ihr eben gerade wart. Und zwar hier, da sind nämlich nicht nur Hunde, sondern auch das Item eurer Wahl. Und auf die Hunde macht ihr am besten eine Drop Attack. Dann hat sich das Thema hier größtenteils gegessen. Natürlich kommen hier noch andere Hunde. Die könnt ihr dann entweder töten oder ignorieren. Das bleibt euch überlassen. Aber die Leiter müsst ihr so oder so. Natürlich haben die Hunde jetzt nicht die beste Hitbox. Ihr seid ja sehr schnell oben. Und what the frick? Da unten war noch einer. Okay, da muss ich halt nochmal so eine Blüte essen. Ah gut, aber jetzt will ich da auf jeden Fall nicht mehr hin. Ich habe alles, was es da unten gibt. Mehr gibt es da nicht. Was war das gerade? Ach, nur ein Korpus. Also okay. Super gut, super gut, super gut, super gut. Sehr gut. So, dann können wir weiter nach oben steigen. Ging es denn jetzt nochmal nach oben? Es geht auf jeden Fall noch. Ach ja, okay. Die Leiter direkt vor der Augen, seht ihr nicht. Ah, das ist perfekt. Und das ist halt der einfache Weg, den man halt gehen kann, wenn man den Generalschlüssel hat. Und wenn man den Generalschlüssel hat, kann man natürlich auch die ganze Kanalisation überspringen. Das heißt, man muss gegen den Klaffdrachen nicht kämpfen. Das ist alles. Es ist quasi ein optionaler Boss, wenn man so will. Und ja, man kann sich den auch sparen, wenn man gar keine Lust hat. Aber natürlich gehört das zum guten Ton, den mitzunehmen. Natürlich jetzt vergessen, die Zaubererausrüstung mitzunehmen, aber die werde ich dann vielleicht auf meinem Weg zurück noch einsammeln. Vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Die habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Ach, das ist der neue Londoner Ruinenschlüssel. Ach, mit dem kommt man jetzt, glaube ich, in das Dings rein. In den Turm rein. Den hatte ich aber vorher nie gefunden. Und bei den großen, kommen die jetzt schon? Scheiße, ich wollte gerade mal eine neue Waffe auspacken. Bei den großen könnten wir ja mal eine neue Waffe ausprobieren, aber die lassen uns offensichtlich nicht. Ja. Finesse im Schlag, Freunde. Finesse. Wollen wir hier in diesem Schlag sehen. Und das ist gerade... Ja, das war eine gute Antäuschung. Das war eine gute Antäuschung. Schwer zu parryen. Aber man muss halt auch wissen, welchem Gegner man entgegensteht. Und bei einem Gegner meines Kalibers ist es natürlich immer schwierig, einen ordentlichen Schlag anzubringen. Aber der hat das hier ganz gut geregelt. So, dann gucken wir mal, was wir hier... Wir haben zum Beispiel die Schneider. Die haben wir gefunden. Die scaled mit C. Auf... oh Gott, was ist das denn für ein Biest, Alter? Wenn er mal... Cool, ja. Alter, was ist das denn für ein Mistvieh, ey? Das sieht ja richtig brutal aus. Das werde ich jetzt erstmal probieren. Kann ich auch benutzen? Oh Gott. Na, gegen 2 ist natürlich doof. Aber ich werde mir trotzdem da nichts erzählen lassen. Ich kenne natürlich das Moveset nicht von der Waffe. Die hat jetzt auch nicht die allerbeste Reichweite. Und auch nicht den allerbesten Schaden. Aua. Es gilt aber auch mit C auf Stärke. Ich muss erstmal. Ich muss erstmal hier weg, Freunde. Ich muss erstmal hier weg. Einen von euch zu kriegen wäre natürlich noch besser. Statt gleich alle beide von euch am Arsch zu haben. Aber die Schneider, die habe ich noch nie benutzt und habe auch noch nie jemanden gesehen, der sie benutzt. Weiß gar nicht, wofür die gut ist. Ehrlich gesagt. Könnt ihr mal nicht beide kommen? Seid ihr dick und doof? Naja, eins von beiden seid ihr auf jeden Fall. Oder vielleicht beides. Man weiß es nicht. So, bis hierhin kommen sie auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt ist nur noch einer da. Okay, kann ich vielleicht... Kann vielleicht einer von euch mal zurückgehen. Ich weiß, ich könnte die beide parryen, aber auch nicht in der Sache, ne? Nicht in der Sache hier. Okay, jetzt schreien sie ein bisschen. Alter, die Waffe hat ja echt gar keine Reichweite, muss ich sagen. Das ist schade. Okay, hatte mir was Besseres erwartet. Schlachtermesser skillt. Ach, das skillt C auf Dexterity. Ist eine Dexwaffe, ne? Hat auch...
Oh gut, eine sehr komische Dexwaffe. Das Schlachtermesser hat natürlich ein geiles B-Scaling. Und natürlich auch ein super Hieb. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du hast offensichtlich noch nicht. Und du willst nochmal. Macht natürlich aber auch nur 50 Schaden. Natürlich beim Parryen vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Geht. Dann probieren wir mal die Waffe aus, die die beiden haben. Aber wir haben ja noch unsere Großaxt des Drachenkönigs. Drachenkönigs. Können wir überhaupt nicht benutzen. Da sehe ich kein Land. Gergelwaffe auch nicht. Ja, wir haben ja noch die Riesenkaliber. Braucht aber 28 Stärke. Na, das kannst du vergessen. 28 Stärke findet hier nicht statt. Ja. Schlachtermesser natürlich in Dark Souls 3. Eine solide Stärkewaffe für den Anfang. Die man sich auch sehr schnell holen kann. Wow, das war knapp. Zwei von denen sind natürlich auch schon ein bisschen schwierig. Aber hier in Dark Souls 1 weiß ich nicht. Habe ich auch nie mitgespielt. Und dann denke ich, ist auch klar, warum. Hat ein sehr leicht zu voraussehendes Moveset. Daran könnte es liegen. Oh Gott. Ich hätte mich hier nicht reinbegeben sollen, Freunde. Ich hätte mich hier nicht reinbegeben sollen. Ich will nur mal die Waffen ausprobieren. Jetzt lasst mich doch auch mal die Waffen ausprobieren. Weg. Okay. Wollen die nicht, ne? Die wollen nicht, dass ich hier meinen Spaß mit den Waffen habe. Riesenkeule, kann ich die zweihändig, wenn ich die zweihändig trage, ausrüsten? Muss mit beiden Händen geführt werden. Aber mit beiden Händen böllert die natürlich noch mehr rein. Und hoppsa! Ja, die macht echt Schaden. Die Riesenkeule macht echt... Alter, du kannst hier echt alles in Grund und Boden bumsen mit der Riesenkeule. Ah, ich glaube, ich behalte die mal eine Weile. Ich glaube, die ist ganz nett. Also, jetzt geht's wieder nach oben. So, hier sind wir auch schon wieder. Und, ja. Das ist jetzt natürlich doof. Die Feuerhüterin ist down. Den Typen habe ich also nicht rechtzeitig getötet. Okay. Dann halt nicht. Hast du was zu sagen dazu? Hey, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? Ja. You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Okay. Soll was zu sagen, Dude? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Okay. Hast du noch was zu sagen, du Depp? What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Ja, aber das ist auf Gottes Verbotsliste. What are you looking at? Na, auf Don't dich. Try anything clever. You might regret it. You might regret it. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Das ist ein kryptisches Tutorial, aber ein Tutorial nonetheless. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Okay, sehr positiv der Typ. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. Oh, okay. Ah ja, das ist der Crestfallen Knight, deswegen heißt es so. How did that nutty sorcerer make it back? Unexpected. But I suppose stranger things have happened. Er meint den Zauberer, den wir befreit haben übrigens. How did that old man make it back? Der Pyromanzer, den wir befreien haben. But I suppose stranger things have happened. Okay. Der lässt zu jedem alles, was hier im Feuerbundschrein kommt, übrigens einen Kommentar ab. Deswegen ist das ganz cool. What now?
I'm not up for chatting. Leave me alone. Die sagt dann nichts zu der Feuerhüterin. Ich dachte, dazu sagt er auch was. Mhm. Nee, okay. Ja, Dialogoption erschöpft. Und jetzt wollen wir mal zu dem Pyromancer. Hello. Oh, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancer of the Great Swamp, so I can use him managed with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. Nein. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Der Typ hat einfach einen schottischen oder einen englischen, irischen vielleicht Akzent. Es ist einfach so lustig. Das fällt mir jetzt erst auf. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Oder australisch? Irgendwie so einen englischen Akzent auf jeden Fall. Kein Oxford-Englisch, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine. Genau, wenn wir jetzt alles von ihm kaufen, dann wird was passieren mit ihm. 8000 Seelen brauchen wir dafür. Ja. Dann holen wir uns nochmal 8000 Seelen per Scheck. Was haben wir denn hier? Kleine Seele. Okay, perfekt. 8700. Ja. Yeah. Genau, jetzt können wir die letzte Feuerkugel von ihm kaufen. Genau, und dann hat er nichts mehr. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Okay. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory, which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. Das ist doch gut. Das ist auf jeden Fall eine positivere Einstellung. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of it. Das klingt sehr romantisch. Danke dafür. A pyromancer's flame is a part of his... Okay. Ja, jetzt passiert was mit ihm. Er durfte beim nächsten Mal, wenn wir wieder hier sind, wenn wir uns mal kurz... Übrigens sind die auch nicht mehr hier. Wenn wir uns mal kurz ans Feuer setzen, übrigens auch nicht mehr da sein. Das heißt, ja, beim nächsten Mal geht's nicht direkt mit Quelaag weiter, sondern wir machen einen Abstecher ins Undead Asylum. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.